Tag, liebe Leute. Willkommen zwischen Gera und Saalfeld. Es gibt viel zu berichten und deswegen steige ich ohne lange Vorrede ins Geschehen ein. Die hier vorgestellte Strecke wurde 1871 als Gera-Eichichter Bahn von der Thüringer Eisenbahngesellschaft eröffnet. Gera war bereits seit 1859 aus Richtung Leipzig auf der Schiene erreichbar, allerdings mit dem Umweg über Weißenfels. Die Direktverbindung von Leipzig nach Zeitz entstand erst 1873. Von Gera nach Gößnitz konnte man ab 1865 mit der Eisenbahn reisen. Dort bestand Anschluss an die schon 1851 komplettierte Magistrale Leipzig-Hof. Die Strecke aus Richtung Weimar und Göschwitz gesellte sich 1876 hinzu. Und nach Saalfeld konnte man ab 1874 auch durch das Saaletal dampfen. Interessant für den Durchgangsverkehr wurde Gera-Saalfeld erst 1885 mit der Verlängerung von Eichicht, heute Kaulsdorf, über den Frankenwald nach Bayern. Die preußische Staatsbahn hatte die Strecke 1882 übernommen und nutzte sie nun, um der konkurrierenden Sachsen-Franken-Magistrale über Hof Paroli zu bieten. Es begann eine rund 15 Jahre währende Blütezeit der Eisenbahn zwischen Gera und Saalfeld, die schon 1900 wieder endete, nachdem die östliche Verbindungskurve in Großheringen in Betrieb gegangen war, die direkte Fahrten von Weißenfels ins Saaletal ermöglichte. Fortan lief der Fernverkehr zwischen Mitteldeutschland und Bayern größtenteils über Hof oder Jena. Die Gera-Eichichter-Schiene, für die sich übrigens bis heute kein schmissiger Name entwickelt hat, rückte ins Abseits. Immerhin erhielt sie bis 1915 auf ganzer Länge ein zweites Gleis, das 1946 reparationsbedingt verschwand. Auf die übrigen Bahnlinien rechts und links unserer Strecke sowie weitere Entwicklungen gehe ich im Rahmen der Bereisung ein, die wir auch sofort in Gera Hauptbahnhof starten. Dieser springt insbesondere durch seine niedliche, zwei Gleise überspannende Halle ins Auge. Bahnsteige und Gleisanlagen erfuhren bis 2007 eine grundlegende Modernisierung. Die Fahrdienstleiter des elektronischen Stellwerks sitzen in der Betriebszentrale Leipzig. Auch das Bahnhofsumfeld wurde aufgemöbelt. Unter anderem entstand eine Verknüpfung mit der Straßenbahn. Lediglich das Innere des Empfangsgebäudes wirkt ein wenig eng und unübersichtlich und könnte eine Auffrischung vertragen. Fernverkehrstechnisch ist Gera seit 2018 nach 16-jähriger Pause wieder über die Mitte-Deutschland-Verbindung angeschlossen. Die im 6-Stunden-Takt verkehrenden Intercities fahren im günstigsten Fall bis Köln. Den Nahverkehr dominieren DB Regio mit der Baureihe 612 sowie Vogtland und Erfurter Bahn mit der Baureihe 650. Diesen auch als Regio-Shuttle bekannten Dieseltriebzügen aus dem Hause Stadler werden wir in diesem Film des Öfteren begegnen, da sie den gesamten Personenverkehr zwischen Gera und Saalfeld bestreiten. Gera Süd ist heute nur noch ein Haltepunkt mit Mittelbahnsteig. Im Zuge der Sanierung wurde der einzige verbleibende Bahnsteig nordwärts verschoben und so eine Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn in der Heinrichstraße geschaffen. Als südliche Zuwegung dient unverändert die Unterführung des alten Südbahnhofs. Auch das Empfangsgebäude ist nach wie vor zugänglich. Ansonsten hat die Deutsche Bahn in Gera Süd gründlichst aufgeräumt. Von den umfangreichen Anlagen überlebten nur zwei Gleise. Einer der wenigen Abschnitte in Deutschland, in denen Züge planmäßig im Gleiswechselbetrieb unterwegs sind. Hinter dem Südbahnhof zweigt die bereits erwähnte Strecke nach Gößnitz ab. Hinzu kam von 1892 bis 2016 das im Hintergrund sichtbare Gleis der Elstertalbahn über Greiz und Plauen unterer Bahnhof nach Weischlitz, auf die ich gleich näher eingehe. Nach Degradierung des Bahnhofs Gera Süd zum Haltepunkt nannte sich dieser Bereich Abzweigstelle Debschwitz. Seit 2016 ist Debschwitz ein Bahnhofsteil von Zwözen und die Hauptsignale fungieren bei der Fahrt in Richtung Gößnitz als Block, bei der Fahrt gen Saalfeld als Einfahrsignale. Gera Zwözen war von 2000 bis 2016 bloß ein Haltepunkt. 2004 wurde zwischen Streckengleis und Empfangsgebäude ein Kombibahnsteig errichtet, an dessen westlicher Kante die Straßenbahnlinie 2 Station macht. Bei der Wiederaufwertung zum Bahnhof erhielt Zwözen neben in dieser Region weitgehend unbekannten Lärmschutzwänden ein Stumpfgleis samt Bahnsteig, in dem einzelne Züge beginnen und enden.
Es folgt eine bemerkenswerte Betriebsstelle, der Bahnhof Wolfsgefährt. Hier schloss ab 1875 die schon angesprochene Elstertalbahn an, deren Betreiber, die Sächsisch-Thüringische Eisenbahngesellschaft, sich 1892 eine eigene Trasse von Gera Süd nach Wolfsgefährt gönnte, sodass in diesem Bereich zwei Strecken ziemlich nah beieinander liefen. Diese seltsame Konstellation bestand bis 2016. Dann wagte die DB Netz AG den Schritt zurück in die Zukunft. Wegen der baufälligen, nur noch mit 10 km/h befahrbaren Brücke über die Weiße Elster verschwand die jüngere der beiden Strecken wieder von der Landkarte und somit der Haltepunkt Gera Ost sowie der Bahnhof Liebschwitz aus dem Kursbuch. Wie in derartigen Fällen üblich, blieb alles so stehen und liegen, wie es sich nach der letzten Zugfahrt präsentierte. Die neue alte Streckenverknüpfung sieht auf den ersten Blick aus wie eine Abzweigstelle, ist aber tatsächlich ein Beispiel für einen Bahnhof mit einer einzigen Weiche. Somit sind zumindest theoretisch Fahrten aus dem Elstertal nach Saalfeld oder umgekehrt mit Kopfmachen im Bahnhof Wolfsgefährt möglich. Etwa dort, wo heute die Weihschlitzer von der Saalfelder Bahn abzweigt, lag einst der Haltepunkt Gera Rüppisch. Er wurde im Dezember 1999 durch den Haltepunkt Wolfsgefährt 1,5 Kilometer südlich ersetzt. Es existiert also sowohl ein Bahnhof als auch ein Haltepunkt dieses Namens, dessen korrekte Schreibweise mit TH ein wenig tückisch ist und sogar die DB Station und Service AG ins Schlingern bringt. Weiter nach Weida, der nächste Bahnhof mit spannender Geschichte. Wer seine Lage auf der Karte betrachtet, könnte meinen, die Saalfelder zweige aus der gen Süden führenden Strecke ab. Tatsächlich war Weida Berührungspunkt der Gera Eichichter und der 1876 bzw. 84 eröffneten Nebenbahn Werdau-Wünschendorf-Weida-Mehlteuer. Wegen Differenzen zwischen den beteiligten Staatsbahnen erhielt Weida keinen gemeinschaftlich genutzten, sondern einen preußischen und einen sächsischen Bahnhof in unmittelbarer Nachbarschaft. Auch bei der Querung des südlich anschließenden Oschütztals gingen die Eisenbahnen getrennte Wege. Die Preußen lösten das Problem mit einem mächtigen Damm. Die Sachsen mit einer 185 Meter langen und 28 Meter hohen Pendelpfeilerbrücke. 1982 wurde der Viadukt wegen seines schlechten baulichen Zustands gesperrt. Die Züge von und nach Mehlteuer nutzen seitdem den Damm. Der sächsische Bahnhof ist ebenso Geschichte wie die Strecke Wünschendorf-Weida, die 1996 den Personenverkehr verlor und im Folgejahr stillgelegt wurde. Der ehemals preußische Bahnhof verfügt nach seiner Modernisierung über 3 Gleise. Den Betrieb managt der Fahrdienstleiter seit 2015 mit einem elektronischen Stellwerk. Alle 2 Stunden flügelt in Weida die von Leipzig kommende Erfurter Bahn. Ein Zugteil fährt weiter nach Saalfeld, einer über Mehlteuer nach Hof. In Gegenrichtung findet logischerweise die Vereinigung statt. Bisher hatten wir es mit einer in den letzten 15 bis 20 Jahren umfassend erneuerten Infrastruktur zu tun. Von nun an umweht uns der Hauch alter Zeiten. Es geht westwärts zum Bahnhof Niederpöllnitz, dessen Erscheinungsbild sich seit dem zweigleisigen Ausbau vor dem Ersten Weltkrieg nur unwesentlich verändert haben dürfte. Haus- und Mittelbahnsteig sind durch eine Unterführung verbunden, die normalerweise kein Mensch betritt, da in Niederpöllnitz planmäßig keine Reisezugkreuzungen stattfinden. Im Ostkopf zweigt seit 1909 die ehemals bis München-Bernsdorf führende Nebenbahn ab, für deren Personenverkehr schon 1967 das letzte Stündlein schlug. Sie ist seit 1995 teilweise und seit 2008 komplett stillgelegt, wird aber zwischen Niederpöllnitz und dem Tanklager Lederhose als Bahnhofsgleis weiterbetrieben und mehrmals pro Woche von Kesselwagenzügen genutzt. Obwohl auf Gera-Saalfeld nur noch ein stündlicher Nahverkehr anzutreffen ist, haben wir es mit einer waschechten Hauptbahn zu tun. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h, auf 4 Kilometern zwischen Niederpöllnitz und Triptis sogar bei 120. In Triptis
zweigte einst die thüringische Oberlandbahn über Ziegenrück und Lobenstein ins oberfränkische Marxgrün ab. Links im Bild lässt sich ihr Verlauf noch erahnen. Der Personenverkehr Triptes unter Lemnitz endete 1998. Die Stilllegung nördlich von Ebersdorf-Friesau folgte 2005. Der Bahnhof Triptes, dessen Empfangsgebäude im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, ist auf das notwendige Mindestmaß zurückgestutzt. Es überlebten drei Hauptgleise, davon zwei mit Bahnsteig, sowie ein paar einseitig angebundene Nebengleise, die der gelegentlichen Holzverladung dienen. Zur Bewältigung des überschaubaren Verkehrs, im Wesentlichen geprägt durch die stündlich kreuzenden Erfurter Bahnen, braucht es die mechanische Stellwerke W1, B2 und W3. Hinter Triptes durchrauschen wir den 2011 aufgehobenen Haltepunkt Traun, der bis 2006 Blockstelle und bis 2007 noch Schrankenposten war. Nächster Bahnhof ist Neustadt an der Orla, der im Großen und Ganzen aus dem durchgehenden Haupt- und einem Kreuzungsgleis besteht. Alleinherrscher ist der Fahrdienstleiter auf dem Stellwerk NW in der Westausfahrt. Jahrzehntelang war Neustadt, ebenso wie Weida, Triptes und Pößneck, Schnellzug halt. Denn ein D-Zugpaar Leipzig-Nürnberg fuhr nicht durch Saaletal, sondern über Gera. Seit 1992 ist unsere Strecke im Regelfall dem Regionalverkehr vorbehalten. Während des Ausbaus und der Elektrifizierung der Saalebahn sowie bei Betriebsstörungen nahmen Intercities zwischen Leipzig und Saalfeld gelegentlich den Weg via Gera. Das letzte Mal in großem Stil an einigen Wochenenden im Sommer 99 beim Umbau des Bahnhofs Weißenfels. Es folgt der Bedarfshaltepunkt Neuenhofen, an dem die ehemalige Zweigleisigkeit im Bereich des Bahnsteigzugangs an der Brücke über die Straße zum Lerchenwald gut erkennbar ist. Bis zum Abbau des zweiten Gleises hatte Neuenhofen einen Mittelbahnsteig, auf dem auch ein kleines Empfangsgebäude stand, das 2017 abgerissen wurde. Hinter Neuenhofen durchfahren wir den einzigen Tunnel der Strecke, den 117 Meter langen Harrasmühlentunnel. Wenig später ist Oppurg erreicht, ein trotz Rückbau und Verlotterung recht hübsch anzuschauendes Ensemble. Oppurg war bis 1946 Abzweigbahnhof der Orla-Bahn über Pößneck-Unterer Bahnhof nach Orlamünde im Saaletal. Zwei Gleise sind übrig geblieben und nach einer Stellwerkskonzentration im Sommer 2007 versieht der FDL auf OW seinen Dienst allein, während ihn zuvor noch ein Wärter auf OO unterstützt hatte. Den unteren Bahnhof von Pößneck habe ich eben angesprochen. Wir schauen uns jedoch zuerst den oberen an. Das stattliche Empfangsgebäude beherbergt das Befehlsstellwerk PO. Im Westkopf steht das Wärterstellwerk PW. Beide Eisenbahner bedienen je eine Weiche und drei Hauptsignale. Daneben gibt es in Pößneck die im Reichsbahnland rar gewordenen Form-Vorsignale zu sehen. Ebenfalls Seltenheitswert genießen diese alten Zugzielanzeiger, deren Beschriftung bei der Verkehrsübernahme durch die Erfurter Bahn 2012 sogar aktualisiert wurde. Allein deshalb lohnt sich ein Besuch. Der untere Bahnhof liegt Luftlinie 1,7 Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Innenstadt. Mein erster Fußmarsch zwischen den Bahnhöfen war denkwürdig. Es war ein regnerischer, düsterer Sonntagabend und die von Leerstand und Verfall geprägte City so gut wie menschenleer. Bei Sonnenschein sieht das alles schon viel freundlicher aus. Der untere Bahnhof, ehemals Spitzkehre der 1889 respektive 92 eröffneten Strecke Orlamünde-Oppurg, ist seit 2002 nur noch Haltepunkt mit Prellbock. Auch hier ist die Erfurter Bahn mit Regio-Schütteln unterwegs, die über die Saalebahn bis Jena durchgebunden sind. Ebenfalls bloß Haltepunkt ist Kröper-Rahnes und das schon seit 2005. Empfangsgebäude und Ex-Stellwerk K.O. stehen leer. Wie in Neuenhofen und Oppurg, beziehungsweise im weiteren Verlauf unserer Reise in Könitz und Unterwellenborn, hält in Kröper-Rahnes lediglich alle zwei Stunden ein Zug je Richtung. Zwar besteht eine stündliche Verbindung zwischen Gera und Saalfeld, allerdings nennt sich jeder zweite Zug Regionalexpress und stoppt nur auf ausgewählten Stationen. Bis Dezember 2020 erschienen in der Fahrplantabelle die Zuggattungen EB und EBX, Erfurter Bahn Express. Seitdem kommen die bekannten Kürzel RB und RE zur Anwendung. Nun wird's schwermetallig,
denn wir sind in Köniz. Einst diente der weitläufige Bahnhof mit seinen beiden Gleisbildstellwerken von 1964 vorrangig der Anbindung des Großtagebaus Kamsdorf, von der die 2 Kilometer lange Förderbandanlage und der Erzverladebunker zeugen. Heute spielt Köniz eine wichtige Rolle für die Erschließung des Stahlwerks Thüringen in Unterwellenborn, das über ein mehrere Kilometer langes Anschlussgleis mit der Strecke Gera-Saalfeld verknüpft ist. Die frühere Max-Hütte wurde nach der Wende quasi völlig neu aufgebaut und ist neben dem Tanklager Lederhose der Hauptgrund dafür, dass auf den Gleisen zwischen Gera und Sellafield noch etwas anderes als die Triebzügelchen der Erfurter Bahn zu sehen ist. Werktäglich verkehren 4 bis 6 mit Schrott beladene Güterzüge nach Köniz, darunter einer aus dem tschechischen Cheb. Ebenso viele Züge mit Stahlprodukten verlassen den Bahnhof. Selbst sonntags sind einige Übergaben zwischen Saalfeld und Köniz unterwegs. Bis zur Inbetriebnahme des erwähnten Anschlussgleises im Oktober 2000 war das Stahlwerk über den Bahnhof Unterwellenborn angebunden. An dessen einstige Bedeutung erinnern die ausgedehnten Gleisanlagen, die sich im Sommer in blühende Landschaften verwandeln. Mittendrin stehen ein paar dieser seltenen, uralten Lichtsperrsignale. 2 Stellwerke, davon eines in der fast ausgestorbenen elektromechanischen Bauform Gaselan, regeln das Geschehen in dem Bahnhof, der eigentlich nur noch die Funktion einer Überleitstelle vom eingleisigen Abschnitt aus Richtung Köniz auf die seit 1974 wieder zweigleisige Strecke nach Saalfeld erfüllt. Eben diese Zweigleisigkeit ist für das aktuelle Betriebsprogramm bedeutsam, da sich hier die Erfurter Bahnen begegnen. Und dann ist Saalfeld erreicht, wo die Straßenbrücke im Nordkopf zu DDR-Zeiten als Affenfelsen für Eisenbahnfreunde aus dem nicht-sozialistischen Ausland bekannt war. Der Bahnhof gibt sich recht einladend, wenngleich sein Stern nach dem Abmarsch des Fernverkehrs auf die Neubaustrecke Erfurt-Ebensfeld Ende 2017 ein Stück weit gesunken ist. Dafür ist er nahverkehrstechnisch besser erschlossen denn je. Die Erfurter Bahn fährt nicht nur von Saalfeld nach Gera, sondern auch durch das Sormitztal nach Blankenstein und über Arnstadt nach Erfurt. DB Regio bietet Direktverbindungen nach Leipzig und Nürnberg und Abellio düst an der Saale hellem Strande entlang direkte Mang nach Halle. Auch im Güterbahnhof herrscht rund um die Uhr weit mehr Betrieb als in Städten vergleichbarer Größe, denn das Stahlwerk und die holzverarbeitende Industrie im Einzugsbereich der Sormitztalbahn sorgen für ein nicht zu verachtendes Aufkommen. Was soll ich noch sagen? Wir sind am Ziel. Das war's für heute. Danke fürs Mitfahren und bis bald.